Hallöchen alle miteinander, willkommen zu Let's Play Spin Tires bzw. einem weiteren Video davon. Machen wir noch fix diesen LKW hier aus. So, wir fahren jetzt mit dem Typ D537 weiter. Und holen mal. Und holen uns jetzt unseren Typ C zurück, beziehungsweise ziehen die mal aus dem Wasser. Ah, vielleicht gibt es ja auch für den hier einen Anhänger, wo wir Holz fahren können. Ich weiß es leider nicht. Aber wir könnten mal gucken. Braucht zwar ein bisschen mehr Sprit, aber es ist auch vielleicht eine günstigere bzw. bessere Variante. Da rein. So, ziehen wir mal die Handbremse an.
Gibt's doch vorne. Ja, Rettung in der Not. Das ist ja doch eigentlich. Ja, was wir jetzt machen, ist wir fahren jetzt mal rüber und gucken, ob wir hier irgendwie was mit anhängen können, um Holz zu transportieren. Ich hoffe, wir fahren den jetzt nicht auch noch fest. Ne, da bin ich nicht drauf. Ist nicht euer Ernst, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Leute, ich weiß nicht, wie man hier wieder rauskommen soll, aber eigentlich hat er arsch viel volle Power. Na Scheiße. Mal errat, nee, ja, es gibt's doch ran hier. Gibt's doch eigentlich vor uns. So.
Bitte, geht doch. So, jetzt fahren wir gucken, ob wir hier irgendwie Baumstämme holen können. Okay. Ah, sonst wüsste ich natürlich nicht, wie wir hier irgendwie noch weiterkommen. Ja, ich stopp hier. So, wollen wir mal gucken, was wir hier alles so dran bauen können oder ansatteln können oder was auch immer. So. Sattelkupplung haben wir ab. Längerer Holztransporter. Nicht verfügbar. Warum ist das nicht verfügbar? Sattelkupplung. Ach halt. Fahrwagen. Sattelkupplung? Hä? Sattelkupplung, längerer Holz. Ist nicht verfügbar. Mittlerer Holz. Nein.
Auch nicht verfügbar. Holzauflieger. Ah, okay. Ladeflasche. Probieren wir mal. Seilkupplung ab. Holzauflieger. Langer Holzhänger. Jawohl. Wie schaut es jetzt aus? Oh yes. Feuer frei. Holzhorn. Ja, scheiße, ich krieg das Ganze gar nicht drauf, also. Ist schon mordslang. Aber versuchen wir es einfach mal. Ich will damit irgendwie was wegkriegen. Er hat ja ein bisschen mehr Power wie der andere. Gucken wir mal.
6 Ladungspunkte bringen das gleich mal. Wie es weitergeht, wie wir das abtransportieren und ja, wie auch immer, ob wir es schaffen, dass mal die Ladung ankommt, das seht ihr dann im nächsten Video. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, meine Videos, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr mich abonnieren wollt, könnt ihr dies gerne tun. Ich würde mich über jedes Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, einfach unter das Video drunter schreiben. Ich werde so schnell wie möglich es geht diese Fragen beantworten. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play Video von Spin Tires und bis dahin euch mal einen schönen Tag. Tschüssi.